Sutti, bevor wir das Spiel reden, du hast einen Glücksbringer mitgebracht. Ja, also Glücksbringer heute von meinem Sohn. Hat mir dann nach dem Match gleich bedankt, seitdem er mir den mitgibt. Seitdem haben wir dreimal gewonnen. Aber wichtig ist heute, dass er Glück gebracht hat, dass in der AG hoffentlich nichts Schlimmes ist. Und unsere Gedanken sind bei ihm, dass es ihm schnell besser geht. Wie hast du das erlebt, die Situation um den Georg Theil? Ja, wir haben nur die Hektik dann, dass wirklich größten Respekt und riesiges Danke vom Teigi, vom Verein, von alle, dass der Locher Schwili da so schnell eingegriffen hat, dass er ihm da vielleicht das Leben gerettet hat und ja, riesigen Respekt und danke dafür. Boah, unglaubliches Spiel mit brutalen Szenen, aber ich will eine Szene hervorheben, das ist, ja, dem Teigi geht's gut, Gott sei Dank, also ich glaube, es gibt viel Wichtigeres wie der Fußball da jetzt. Dass er gesund ist, dass auch der Innenverteidiger von Wolfsberg da wirklich super Hilfe geleistet hat und auch die Zunge da versucht hat, dass er den verschluckt. Ja, da muss ich sagen, super. Ja, super, dass es ihm gut geht. Ja, und Gott sei Dank haben wir das Spiel am Ende 1-0 gewonnen. Wir hätten uns ein bisschen mehr Ruhe gewünscht im Spiel, dass wir da ein bisschen mehr Ballbesitz haben, ein bisschen ruhiger rausspielen. Das war dann in der zweiten Halbzeit, haben wir dann nicht mehr so Fußball gespielt mit dem Ball, eher mehr verteidigt, aber ich glaube, am Ende ja, ist es auch eine Entwicklung von uns, dass wir so ein 1-0 dann über die Zeit bekommen. Es war generell, glaube ich, nicht das glücklichste Spiel vom Schiedsrichter quasi. Ich glaube, waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei. Dann hat er halt gemeint, der Lukas ist, der geklärt hat den Ball, ist zu früh reingelaufen. Mag so sein, habe ich noch nicht gesehen, aber trotzdem muss man halt als Benzi mal einen zweiten Arrest halten. Also für mich, ich habe die Szene noch nicht gesehen, aber es berührt ungefähr meine Fingerspitzen. Also keine Ahnung, warum er den Elfer pfeift. Dann macht der Penze das überragend zweimal. Also riesen Respekt. Das zeigt auch unsere mentale Verfassung in der Mannschaft, dass wir nie aufgeben, dass wir immer das Beste rausholen und hat er super pariert. Und das zeigt auch den Teamgeist von der Mannschaft, den Fans. Ich glaube, das haben wir heute gespürt im Stadion, was da für eine Energie herrscht und das ist schon top. Wie wichtig oder wie ausschlaggebend war die Unterstützung der doch zahlreichen Fans heute im Stadion? Ja, super, das hat man schon beim Aufwärmen gemerkt, was da für eine Stimmung ist. Das war überragend, das gibt nochmal die zusätzliche Energie. Und ja, wir hoffen natürlich, dass im nächsten Heimspiel auch wieder so viele kommen und bedanken uns für die super Unterstützung und ja, war top heute. Kommen wir zum Schluss zur Stimmung. Wie hat euch die Stimmung heute taugt? Wie wichtig war das für die Mannschaft, um den Sieg über die Runden zu bringen? Ja, natürlich überragend. Also ich sage, ich kann jetzt gerade meine Emotionen nicht so ausleben, wie es ist, weil ich einfach der Teigi mein Zimmerpartner ist. Das taugt mir nicht so. Also. Dann lassen wir es dabei. Sutti, danke vielmals.